Welcome! Bei dem anderen muss man mal vielleicht mit der Messer, die wird nur die Winde abmachen, weil. Geht mal dran, mit der mir wischt. So kann das Wasser auch abfließen, weil es ein bisschen Schrägdach ist. Die Seite haben wir jetzt hier mit den Säcken hinzugemacht. Und dann kommt die Plane dann nachher wieder drüber. Dadurch, dass wir jetzt hier noch die Querstäbe drin gezogen haben, ist das hoffentlich stabiler, dass hier nicht aus Versehen jemand reinfällt. Falls hier denn doch mal jemand drüber laufen sollte. So, Dach ist jetzt fertig. Alles zugelegt. Jetzt kommt gleich die Plane drüber. Dann wird hart gecovert. Thank you.
So, nochmal ein kleines Zwischenupdate. Dach ist jetzt fast voller abgedeckt. Da ist jetzt quasi ja, wie so ein Schießbunker oder wie man es nennen könnte, oder wie so ein Schützengraben. Ja. So ist auch die Gefahr nicht da, dass da irgendjemand aus Versehen reinfällt. Es wird dann noch ein bisschen besser abgetarnt. Da hinten haben wir zwei Luftlöcher gelassen. Mal gucken, wie das vom Weiten nachher. Ich denke mal, wenn das fertig ist, sollte das fast nicht mehr zu sehen sein, wenn man es nicht weiß. So, ich würde sagen, wie man sieht. Hört sich schön in die Umgebung anpasst. Und ich glaube auch nicht, dass er aus Versehen darüber laufen wollen mit dem ganzen Essen, die wir da draufgelegt haben. So, jetzt werden wir gleich mal aufmachen und dann gucken wir mal, wie es hier drin aussieht. Das Ganze nochmal schön von oben angucken. Ich hoffe mal, ihr seht ein bisschen was mit der Kopflampe. Das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Hier haben wir schön ein paar Luftlöcher gelassen. Oh doch, man merkt auch schön, wie die Luft hier zirkuliert. Ist auf jeden Fall sehr klamm hier drin, würde ich mal sagen. Da. Das ist jetzt quasi der Beobachtungsposten. Hier können wir schön rausgucken und könnte man gegebenenfalls Tiere beobachten. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch ein helleres Licht. Wenn ich jetzt hier drinnen werkeln würde, ob ihr das denn so seht, ist wohl die Sache. Mal gucken. Ja, das sieht hier schon bloß so aus. Erkennt ihr das? Also ich weiß nicht. Also ich bin jetzt langsam der Meinung, dass das vielleicht doch keine Spinnenweben sind, sondern wirklich Schimmel. Das sind so Tolles. Ich sag mal, zum Tiere beobachten. Vielleicht ganz okay, aber ob man wirklich gepinselt, ich weiß es nicht.
mir mal das Dach angucken.